Servus und willkommen zu einer neuen Folge World of Warcraft Mists of Pandaria mit unserem Elementarschamanen Syndol. Yes, wir haben letztes Mal in Malakajin ein paar Quests erledigt, zwei neue dazu bekommen, die uns jetzt wieder Richtung Westen schicken in die Irgendwas-Höhle. Weiß gar nicht, wie die Höhle heißt. Die Steinschlaghöhle. Yes, da werden wir jetzt mal direkt hingehen und dann mal gucken, was wir da noch so erledigen können. Und zwar brauchen wir 8 Resonitkristalle und müssen 6 Steinschlag-Kobolde bändigen. Bin ich mal gespannt, ob wir das gut hinbekommen. Ich gehe aber mal stark davon aus. Syndol ist ja nicht umsonst der beste Schamane der Welt. Wenn man das mal so sagen darf. Aber ich denke schon. Ja, mal gucken. Ich weiß gar nicht mehr, wo lang es geht. Da hinten irgendwo müssten wir links, ne? Oh, und da oben ist der Allianz-Stützpunkt mit den hässlichen Bannern der Allianz. Nein, Spaß. Ich mag die Allianz ja immer noch sehr gerne. Hab ja jahrelang Allianz gespielt. Jetzt durch das Let's Play mal wieder Horde. Der Weberpass. Hier hinten müssen wir lang, ne? Nee. Ach so, ja, hier hinten lang. Okidoki. Aber ich muss mich natürlich so ein bisschen in den Charakter Syndol bei der Horde reinfühlen. Dass das natürlich auch authentisch rüberkommt. Und hey, manchmal darf man böse sein, auf jeden Fall. So, yes, das ist der richtige Weg. Haben wir direkt auf Anhieb gefunden. Sehr gut. Bin ich schon ein wenig stolz auf meine kleinen GPS-Kenntnisse in meinem Kopf. So, dann gucken wir mal. Oh, ich soll die gar nicht töten, ne? Peitsch, Steinschlag, Kobolde zur Raison. Raison? Ich kann kein Französisch. Wie liest man das denn aus? Ich weiß es nicht. Wie liest man das aus? Wie spricht man das aus? Okay, auf jeden Fall die so ein bisschen verletzen und dann können wir das Item wohl benutzen. Okay, dann sollten wir vielleicht erst ihn angreifen. Reicht das schon? Gebändigt. 2 von 6. Alles klar. Müssen wir die überhaupt verletzen oder können wir die einfach so bändigen? Nee, können wir nicht. Okay. Da sind auf jeden Fall die Kristalle. Ich heile mich mal dabei kurz. So. Mir wurde übrigens der nette Tipp gegeben. Warum kann ich denn das Item jetzt nicht benutzen? So, jetzt geht's. Kann man das vielleicht auch... 5 von 6. Okay, wir müssen die tatsächlich nicht besiegen. Mir wurde der Tipp gegeben, dass ich ja, wenn ich Mana-Probleme habe, insbesondere in Instanzen, mal den Mana-Schild aktivieren... den Wasserschild aktivieren kann. Kann ich machen, selbstverständlich. Habe ich selber noch nicht dran gedacht. Das gibt uns ja alle 5 Sekunden 24 Mana zurück. Das heißt, zum Mana-Regenerieren ist das auf jeden Fall nützlich. Verlieren wir ein bisschen Schaden dadurch. Aber wenn ich das zum Beispiel zwischen Kämpfen mache, dann ist das vollkommen in Ordnung. Da verlieren wir absolut keinen Schaden, weil wir eben keinen Schaden machen die ganze Zeit lang. Lohnt sich auf jeden Fall. Einfach ab und zu mal wechseln, das ist ja kein Problem. Wir verlieren dadurch unsere Stacks auf dem Blitzschlagschild, aber das ist, glaube ich, absolut kein Weltuntergang. Also danke für den Tipp, da habe ich jetzt so für mich nicht dran gedacht. Und die müssen wir jetzt töten. Eigentlich könnte ich die, glaube ich, auch einfach alle bändigen. Aber ich glaube, die Erfahrungspunkte nehme ich einfach mal mit. Hier ist irgendwie gerade Schlingendorntal-Musik. Mir erscheint die Musik immer so ein bisschen leise. Das ist mir in den Videos schon mal aufgefallen. Ich würde das gern so ein bisschen hochdrehen. Vielleicht so? Das ist, glaube ich, in Ordnung, ne? Mal gucken, wenn es uns extrem auf die Ohren dröhnt, können wir das ja runterdrehen. Auf jeden Fall Schlingendorntal-Musik. Warum machen die das? Hätte ich jetzt von Blizzard nicht unbedingt erwartet, dass die für 2 Gebiete die gleiche Musik nehmen. 6 Resonanzkristalle brauchen wir noch. Da müssen wir aber ziemlich tief in die Höhle rein, glaube ich. Oh, der ist nicht im Sichtfeld, okay. Oh, was macht er? Da lässt er irgendwas auf uns draufhageln. Irgendwelche Steinchen.
So, machen wir das mal ganz flott. Ich mag jetzt eigentlich nicht ewig in der Höhle rumstehen. Und in der morgigen Folge dürften wir dann, denke ich, jetzt muss ich mal gucken. Ah ja, morgen ist ja sowieso die halbstündige Folge. Da dürften wir dann endlich Stufe 30 werden. Da freue ich mich ja ganz besonders drauf. Weil wir dann unsere duale Talentspezialisierung lernen können. Und dann tatsächlich in Instanzen auch ordentlich heilen können, weil dann kriegen wir zum Beispiel unseren Erdschild, den wir auf unseren Tank zaubern können und jedes Mal, wenn er Schaden frisst, wird er eben ein bisschen geheilt, ohne dass wir da aktiv eingreifen müssen. Das ist sehr, sehr nett fürs Heilen. Früher hat man da nicht die Spezialisierungen dafür gebraucht, da war das einfach ein ganz normales Klassenskill. Inzwischen können das scheinbar wirklich nur noch Schamanen benutzen, die eben auf Heilung geskillt sind. So, 4 von 8. Mal gucken, gehen wir noch ein bisschen tiefer in die Höhle. Und heilen sollte ich mich auf jeden Fall mal wieder. Da kommt auch schon der Nächste. Ja, ich bin auf jeden Fall gespannt, wie sich der Heiler-Schamane aktuell spielt. Ich habe jetzt knapp schon 3 Jahre, denke ich, kein Schamanen mehr gespielt an sich. Damals habe ich ihn verstärkt auf Heilung gespielt, aber eben jetzt schon längere Zeit einfach nicht mehr. Den Schamanen an sich und da hat sich auch viel geändert. Früher gab es ja die Talentbäume, die man aus vielen Spielen auch kennt und eventuell auch die WoW-Spieler, die schon eine Weile spielen, die dürften sich da auch noch dran erinnern. Also früher sah das nicht so einfach aus wie hier, sondern das waren wirklich 3 Talentbäume. Einmal Elementar, einmal Verstärker, einmal auf Heilung. Da hatte man dann verschiedene Talente, wie zum Beispiel bei League of Legends, wer das spielt. Das sind quasi exakt die gleichen Talentbäume gewesen, wie es die dort gibt aktuell. Ja, da musste man sich halt wirklich überlegen, welche Skills man mitnimmt, welche Talente man mitnimmt, was sinnvoll ist. Ja, damals hat sich das einfach alles ein bisschen anders gespielt und ich denke mal einfach auch, dass der Heiler-Schamane sich jetzt aktuell ja, deutlich anders spielt. Vielleicht einfacher, vielleicht schwieriger, ich weiß es nicht. Müssen wir mal gucken. So, den letzten nehmen wir noch mit und dann hoffen wir mal, dass da draußen nichts respawned ist. Dass wir hier auch flott wieder rauskommen. So, Resonit-Kristall, sehr gut. Und ja, dementsprechend bin ich auf jeden Fall mal gespannt auf Level 30, wenn wir dann unsere duale Talentspezialisierung lernen. Wie sich das alles entwickeln wird als Heiler. Jetzt können wir auf jeden Fall zurück nach Malakajin und jetzt werden wir hier wieder gebufft. Das ist doch langsam echt ein bisschen nervig. Aber wir sind ja eh bald fertig im Steinkrallengebirge. 16 Quests haben wir wohl noch. Müssen wir mal gucken, dass wir hier im Norden auch ein bisschen rumschauen, weil wir ja hier unten Richtung Desolis gehen werden. Und da ist der Durchgang hier und ja. Oder ist das hier? Ach, ich weiß das gar nicht. Müssen wir mal gucken. Das hier war der Sonnenfels, ne? Warum gibt es da denn keine Quests mehr? Früher war das quasi das Gebiet der Horde. Hier im Steinkrallengebirge. Also auch der größte Stützpunkt. Wundert mich, dass es da jetzt aktuell scheinbar nichts mehr gibt. Lassen wir uns mal überraschen. Sobald wir in Malakajin fertig sind, geht es auf jeden Fall so ein bisschen Richtung Norden. Wir können ja so einen Zwischenstopp auf dem Sonnenfels einlegen. Sonnenfels? Donnerfels? Wie hieß das? Sonnenfels hieß das, ne? Donnerfels ist die Hauptstadt der Tauren in Mulgor. Das ist hier. Donnerfels müsste hier irgendwo sein. Verstärkung. In einer Krise wie dieser könnte eine verzweifelte Tat uns den Sieg bringen. Vielleicht gewinnen wir, wenn wir einen Schwarm Kobolde auf den Feind hetzen. Ja, bitteschön. 6 habe ich dir mitgebracht, die jetzt inzwischen schon weggespawnt sind. Ist ja im Prinzip auch egal. Die Wut der Kobolde. Jetzt kommandieren wir die Koboldarmee in das Steinkrallengebirge. Es klingt fast schon beeindruckend. Fast. Das Basislager der Allianz nördlich von hier wird streng bewacht. Es ist fast uneinnehmbar. Nur nordöstlich von hier, an der Grabstätte, gibt es einen Eingang. Nehmt das Koboldkriegshorn und brecht zur Grabstätte auf. Betretet sie von Osten, Sindol.
Von dort aus reist ihr nach Westen, bis ihr den Punkt erreicht, den ich auf eurer Karte markiert habe. Benutzt das Horn und bringt die Wut der Kobolde über die Allianz. Okidoki, jetzt muss ich mal ganz kurz gucken. Jetzt habe ich nicht aufgepasst. Nehmt das Kobold und brecht zur Grabstätte auf. Okay, betreten sie von Osten. Okidoki. Ich brauche die Resonit-Kristalle. Bitteschön, 8 Stück. Endlich, nun kann ich das Amulett mit der Voodoo-Verzauberung erschaffen. Jinzils Segen. Ah, es ist vollbracht. Nun müssen wir ihn ausprobieren. Reist zum größten Konfliktherd im Hochwipftal und setzt mein Voodoo-Stecken bei den Marodeuren von Kromgar ein, die gegen die Grimm-Totem kämpfen. Dank meiner Voodoo-Magie sollten sie ihre Schlagkraft zurückerhalten und unsere Feinde vernichten. Geht jetzt, Sindol. Die Musik erscheint mir vielleicht ein klein Ticken zu laut. Wir haben ja 2 Stufen erhöht, dann können wir eine erniedrigen, dann sind wir immer noch ein bisschen lauter als vorher. Was haben wir hier? Marodeur von Kromgar gestärkt. Kromgar ist doch hier. Vollstrecker von... Ah, okay. Wie können wir die stärken? Ungültiges Ziel. Okay, das ist dann wohl gleich der Fall. Wir folgen denen mal eben. Jetzt geht's wohl wirklich tatsächlich gegen die Allianz. Ah, okay. Die wollen hier ein bisschen kämpfen. Dann können wir die hier auch sofort stärken. Wow, das sieht ja interessant aus. Er ist gestärkt, wunderbar. Dann können wir direkt den nächsten stärken. Das geht ja ziemlich flott. Ey, warum greifst du uns an? Ich habe doch nichts gemacht, Mann. Sei mal nicht so aggro. Du bist ein Taure. Sei mal auf unserer Seite. Wir sind Teil der Horde, Mann. So ein Arsch. Machen wir ihn eben kaputt. Hat er Pech gehabt. Man legt sie nicht einfach mit Sindol an. Das gehört sich nicht. So, lassen wir das mal durchlaufen. Wow, und da wird er richtig groß und stark. So, dann stärken wir den auch mal. Das geht ja ziemlich flott. Aber jetzt habe ich es unterbrochen, nicht Dödel. Kobold-Armee loslassen. Okay, vielleicht schaffen wir das in der Folge auch noch. So, 4 von 12. Den brauche ich. Wer bist du? Konnte ich nicht mehr sehen, schade. So, 5 von 12. Wer ist er? Grundig. Ist Grundig nicht eine Marke? Grundig. Doch, Grundig ist doch so eine Elektronikmarke, ne? Kriege ich jetzt Geld von Grundig, weil ich hier Grundig im Let's Play gezeigt habe? Wäre ja mal ziemlich cool. Und Erdnuss dackelt uns immer noch hinterher. So ein süßes Tierchen. Na, ich würde sagen, dass wir dann gleich mal dahinter gehen, sobald wir ihn haben. Aber hier vorne gibt es auf jeden Fall nicht mehr genug. Sehr gut. Können wir uns aufmounten? Ne, wir sind in einen Kampf verwickelt. Das ist gar nicht cool. So, lala. 3 brauchen wir noch und die haben wir, glaube ich, hier hinten, ne? Wer ihr seid denn? Ist ja cool, wenn der jetzt alle 3 auf einmal stärken würde. Ne, 10 von 12, alles klar. Aber wir haben auf jeden Fall genug. Das passt sich schon. So, 11 von 12 und du bist der Letzte, den wir stärken. So, 12 von 12, sehr gut. Abgeben tun wir die in Malakajin, alles klar. Oh, wir sind immer noch in den Kampf verwickelt, das ist nicht cool. Wie kommen wir jetzt da hoch? Das wäre mal interessant. Ich glaube hier hinten lang, ne? Von Osten sollen wir den Friedhof betreten. Oh, ich könnte zumindest mal den Geisterwolf rufen. Wahrscheinlich sterben wir jetzt. Okay.
Okay, mal gucken. Bitte was? Warum ist der so extrem stark und warum sind hier so viele Allianz-Viecher? Und warum ist PvP an? Oh no! Sterben wir? Nee, sie haben aufgehört, uns zu verfolgen. Eieiei. Kann ich das Item hier benutzen? Benötigt Banner der Horde an der Grabstätte. Ah ja, das ist da oben. Bin jetzt aber gerade ein bisschen überfragt. Ich glaube, die Quest sollte ich vielleicht noch nicht starten, weil da jetzt definitiv ein bisschen was passieren wird. Dann würde ich sagen, machen wir das einfach in der morgigen Folge. Ich bedanke mich fürs Zugucken. Hoffentlich werden wir jetzt hier beim Verabschieden nicht getötet. Ich bedanke mich fürs Zugucken. Wenn euch die Folge gefallen hat, würde ich mich über einen Daumen nach oben freuen. Ansonsten dürft ihr mir natürlich auch gerne einen Daumen nach unten geben. Und über viele Kommentare freue ich mich natürlich auch. Und würde sagen, wir sehen uns morgen um 16 Uhr mit der halbstündigen Sonntagsfolge. Bis dahin, tschüssi!